Besondere an dieser Brücke ist, dass der Mittelteil aushebbar ist. Und zwar nicht durch eine komplizierte, aufwendige Mechanik, sondern allein durch die Kraft der Tide. Es wird ein Ponton runtergefahren mit Unterstützungstürmen, die dann mit der steigenden Flut das Mittelteil ausheben. Für die Schifffahrt ist das natürlich auch gut, dass die Brücke ein herausnehmbares Mittelteil hat. Also im Notfall könnte man hier auch mit einem größeren Schiff noch in den östlichen Teil des Barkenhafens gelangen. Das ist natürlich für die Schifffahrt auch positiv. Normalerweise versucht man, den Einfluss von Naturgewalten auf den Bauprozess so gering wie möglich zu halten. Hier ist das Gegenteil der Fall. Wir nutzen die Naturgewalten, um den Bauprozess überhaupt erst zu ermöglichen. Und das Ganze ist nicht nur eine schöne Brücke, aber auch eine sehr effiziente Brücke. Als eine der ersten Brücken ist die Nachhaltigkeit hier auch zertifiziert worden, was eine Besonderheit ist für Infrastrukturprojekte. Das Mittelstück ist jetzt draußen. Jetzt bleibt der Ponton erstmal so stehen über Nacht und morgen wird dann das Mittelteil wieder eingehoben und in seine ursprüngliche Lage wieder gebracht. Sehr zufrieden, sehr gut. Es hat uns natürlich mitgeholfen wegen Wetter, wo natürlich ein bisschen alles Wasser hat gedrückt und wir sind schneller hochgekommen, dann vorgesehen. In meiner Karriere das erste Mal, dass wir so ein Brückenteil rausgeben, nur wegen Durchfahrt. Zunächst mal sind wir sehr stolz auf das Resultat, was am Ende dabei rausgekommen ist. Es ist also aus unserer Sicht eine sehr schöne, gelungene Brücke, auch technisch sehr gut durchgearbeitet und in der Ausführung letztendlich auch in einer sehr hohen Qualität ausgeführt. Und das bedeutet auch, wir sind ja nur der Bauherr sozusagen, dass alle Beteiligten, die Planer, die ausführenden Firmen, sehr engagiert an diesem Brückenbauwerk gearbeitet haben. Und man eigentlich nur auf so einem Weg dann diese doch bedeutende Qualität, immerhin haben wir 7 Preise bekommen für das Brückenbauwerk, diese bedeutende Qualität auch erreichen kann. Going down, but very slowly because the water going down also very slowly. Yesterday it was also excited when the bridge going up and I was standing down on the water and it was the first time that I saw that, so. But that's the job I want to do. It's for that I do it. For this moment and yesterday, it was crazy. To see all this piece laying down on four. Oh, it was not normal. Am I really excited? Yeah, it's done.